Allerdings ist die Suche nach Mr. Right alles andere als ein Wellnessurlaub. Wir sind hier durch wirklich krasse Höhen und Tiefen gegangen, jede einzelne für sich. Und das ist, kann man sich nicht vorstellen, wie stark das verbindet. Und ich bin wirklich froh, dass ich genau diese drei dabei hatte. Das ist mit die schönste Erfahrung mit hier an Bord, so tolle Frauen kennenlernen zu dürfen und hoffentlich auch weiter in seinem Leben haben zu dürfen. Knock, knock. Es gibt Herrenbesuch. Hallo. Hallo, du machst so schüchtern auf. Alles okay? Ja. Hallo. Was machst du denn hier? Ich dachte, ich schau mal vorbei. Der Wayne ist ja so ein bisschen die Mutti. Also so der, oder der Hirte, der so ein bisschen seine Schäfchen überwacht, so finde ich. Auch wenn wir noch nicht ganz am Ende der Reise sind, wir können mal ein bisschen Resümee ziehen und ein bisschen schnacken, tratschen, Gedanken rauslassen. Habt ihr irgendwas auf dem Herzen? Auf jeden Fall viele, viele, viele Ereignisse. Hello. Für Anna fing alles mit einem Armband von Andreas an. Ganz schön viele A's. Doch wer A sagt, muss auch Nee sagen. Und so schickte sie Damian, Manni und schließlich auch Andreas von Bord, um sich Annes Date Oliver zu widmen. Also bei deiner Reise ist ja sowieso, anders. Du bist so, finde ich, über dich hinausgewachsen. Irgendwie fehlt mir ein bisschen das Knistern zwischen uns beiden. René, ebenfalls habe ich den Eindruck, dass das Knistern nicht da ist und sich auch wahrscheinlich nicht aufbauen wird. Deshalb entscheide ich mich heute für keinen von euch beiden und werde versuchen, weiterhin mein Herz an Bord zu finden. Und irgendwie habe ich das Gefühl, seitdem sitzt vor mir eine andere Anna. Ja, hast du schön gesagt. Ist auch tatsächlich so. Aber das hat mich schon auch etwas Überwindung gekostet. Ich bin da auch an eine Grenze gekommen, die ich so von mir noch nicht kannte. Mhm. Weil ich bin ja hier, um mich zu verlieben und um einen tollen Mann kennenzulernen. Tanja, ausgerechnet du bist jetzt von Anfang an bei dem einen dann geblieben. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass du immer eigentlich Lust auf das Neue hast und auch auf das Entdecken des Neuen. Ja, definitiv. Ich hätte es auch nicht gedacht. Ich muss aber zugeben tatsächlich, dass ich Patrick komplett anders eingeschätzt habe. Ja. Und er mir jeden Tag gezeigt hat, dass er wirklich Interesse an mir hat. Patrick! Hi. Hi, freut mich. Und ich habe selber gemerkt, wie sich das in mir verändert. Nicht immer mit lustigen Gefühlen verbunden, auch sehr viel mit aufgewühlt sein. Ich war untreu, deswegen. Patrick. Mit Tränen, mit Überforderung. Ja, ich habe schon eine Tochter. Ganz oft auch, ne? Selbst überrascht sein von sich selbst, was da passiert. Aber letztendlich ist es ein schöner Weg, den ich da gehen durfte. Bei dem mir der eine oder andere wahrscheinlich auch sehr geholfen hat. Was wirklich gut tut, ist, dass man dann so langsam merkt, hey, warte mal, ich kann noch was spüren. Ne? Dass du dich nicht von den alten Erfahrungen einfach so abgestumpft durchs Leben schlägst, weil das war so der Fall bei mir. Ich merke jetzt, okay, warte mal, diese Schmetterlinge können wieder kommen und dieses Herz klopfen. Und das ist ein sehr schönes Gefühl, dass das wieder entstehen kann. I wanna say thank you. Eigentlich hätte ich bei dir, Anne, nicht erwartet, klingt doof, aber ich hätte gedacht, vielleicht verliebst du dich gleich beim ersten Mann. Du hast dich aber immer auf das Neue eingelassen. Willst du mein Herz an Bord sein? Aitu? Olli? Gerne. Christian? Sehr gerne. Tobi, liebster Mensch der Welt? Sehr, sehr gerne. Rückblickend merke ich einfach, dass ich vielleicht doch nicht klar genug war in dem, was ich wirklich will. Und welcher Mensch an meiner Seite tut mir gut? Welcher Mensch, also beziehungsweise auch bei welchem Menschen kann ich sein? Du bist ja so energiegeladen und ich habe auch manchmal das Gefühl, tatsächlich strahlst du manchmal ein bisschen mehr, als du gerade strahlen willst. Das ist aber auch toll, das ist wunderschön anzuschauen. Ja? Nur die Frage ist, kannst du dich bei einem Mann
durfte hier lernen, dass ich meine Gefühle, insbesondere auch ja, traurige oder berührte Gefühle, zeigen darf. Du bist einfach manchmal vielleicht ein bisschen stärker, als du bist. Und das, die andere Seite ist einfach auch super, super schön, um die zu sehen. Und ich würde mir einfach nur wünschen, dass du die Seite mit einem Mann teilst. Das ist auch mein Wunsch. Denn so schön es auch ist, miteinander zu lachen, so wichtig ist es auch, sich bei seinem Partner fallen lassen zu können. Ich darf mich verletzlich zeigen, ich darf zugeben, dass ich unsicher bin. Und wer mich nicht verletzlich oder unsicher haben möchte, der kann gerne gehen. Alles gut? Alles gut, danke. Du weinst mir nicht. Sonst fange ich hier auch gleich an zu weinen. Was du jetzt fragst. Wie war die Reise für dich? Also die Reise war eine komplette Achterbahn der Gefühle. Du weißt, dass du eine ganz tolle Frau bist, ne? Ich habe mich ja selbst auch noch mal ganz anders kennengelernt. Das Scheitern ihrer Ehe hatte Theresa zutiefst verunsichert. Ja, die Sendung hat mir halt gezeigt, dass ich vielleicht doch, also dass Leute, also Männer, doch mich ja irgendwie wertschätzen und mich halt gut finden und vielleicht auch das Potenzial in mir sehen, was ich gerade so selber nicht sehen kann. Nicht weinen, dass es vielleicht auch einfach mal um mich geht. Mhm. Und das darf es auch und soll es auch. Come what may, I won't fade away. Wir haben noch einen Mann im Spiel bei jeder von euch. Also lasst euch ein aufs letzte Date und wir sehen uns dann irgendwann wieder hier bei Herz an Bord. Und dann möchte ich von euch final wissen, wer ist euer Herz an Bord? Schönen Tag noch. Dir auch. Das Toilettenpapier nehme ich wieder mit. Tschüss. Tschüss. Boah, der letzte Satz, ich hatte richtig Tränen in den Augen. Ja. Sehr emotional. Was ist das denn jetzt hier los? Boah, keine Ahnung, aber es ist wirklich krass alles.